alles möglich. Du stehst am Anfang eines kreativen Abenteuers. Unendliche Welten erwarten dich. Unendliche Möglichkeiten. Und ein Ziel, Meisterbauer zu werden. Sieh nur, wie diese Steinzauberer ihre kreativen Werkzeuge nutzen. Wie sie Kreaturen rufen, Häuser herbeizaubern, Berge einebnen und das ganze Land umgestalten. Auch du kannst diese Macht nutzen. Entdecke und meistere die kreativen Werkzeuge. Sammle neue Steine, Modelle und Fahrzeuge. Erobere Welten. Mach dir einen Namen und werde ein Meisterbauer. Der neue Welten voller Möglichkeiten schafft. Willkommen bei Lego Worlds. So, und da wären wir jetzt. Also, bei Lego. Ich bin... Ich finde das Spiel einfach so unglaublich geil. Eine Taste. Wo lege ich jetzt meine Maus hin, damit ich meine... Keine Ahnung, was Count heißt. Neues Spiel. Also irgendwie ist der Stift unständig. Bin gleich wieder da. Wobei es nicht geht. Oh, crap. Dieser Trick funktioniert wohl auch nicht. Jawohl! Ich muss ja mal wieder mein Zimmer aufräumen. Automatische Speichern verwendet jetzt Spiel 1. Also Spiel 1. Lego Wert. Speichert deine Fortschritte automatisch. Wenn du dieses Symbol siehst, greift das Spiel auf die Speicherbahn zu. Bitte schaltet das System nicht aus. Wir haben das Symbol angezeigt. Okay, verstehe. Das ist so geil, das Spiel. Und was ist das? Was? Ja, das ist... What the? Das kenne ich aber noch nicht. So was ist das? Das kenne ich noch nicht. Oh, Shift und Tab. Modell speichern. Was? Warum wird mir das hier angezeigt? Ernsthaft, das habe ich schon. Das habe ich schon. Braucht mir es gar nicht sagen, das habe ich schon. Zum Spielzeug habe ich ja. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Wow. Ja, okay.
Als ob ich kann jeden einzelnen Stein da rein kopieren. Jeden einzelnen. Aber ich habe eh mehr Bock auf was Spaßiges. Tu mir einfach Abenteuermodus spielen. Oh ja, yeah, da bin ich. Na, ich bin normal. Also ich würde schon gerne Astronaut nehmen. Ich will eher auf Späß. Wie immer auf Späß bin ich immer angewiesen. Dann mal los. Okay, da kann ich mich bewegen. Und hoffentlich lade ich auf den Piratenspielplatz. Deine erste Lego-Welt. Es gibt viel zu entdecken. Aber deine Rakete hat es schlimm erwischt. Mit ein paar goldenen Steinen solltest du sie reparieren können. Okay. Was gibt's denn hier? Ein Piratenschiff. Schau mal, ein Meteorit. Alter, beim Video kann ich mich nicht mal bewegen. Das Entdeckungswerkzeug. Nutze das mächtige Entdeckungswerkzeug, um neue Modelle, Fahrzeuge, Kreaturen und vieles mehr zu scannen und zu sammeln. Um Charaktere zu sammeln, musst du eine Mission, Aufgabe oder Herausforderung für sie erledigen. Sobald du etwas gesammelt hast, kannst du es mit dem Werkzeug in deinen Welten erscheinen lassen. Platziere es dann, wo du willst oder schleudere es gen Himmel. Mit dem Entdeckungswerkzeug kannst du eine, zwei oder hunderte Kopien erzeugen. Oh! Und solltest du feststellen, dass du womöglich eine bizarre Kreatur zu viel herbeigerufen hast? Das Entdeckungswerkzeug hat auch eine praktische Löschfunktion. Puh! Den Umgang mit dem Entdeckungswerkzeug zu lernen, ist der erste Schritt auf deinem Weg zum Meisterbauer. Er schleudert die Leute raus wie eine Gravity Gun. Lol. Also springen kann ich natürlich nicht. Und
Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Objekte. Also ich scanne hier alles ein. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Kreaturen. Ich weiß schon, was darauf kommt. Scanne ja mal einfach alles Mögliche ein. Alles Mögliche. Vielleicht beim Scannen gleich in einem Fall. Man kann sie doch zerstören. Das ist neu. Oder auch nicht. Ich brauche hier zwei Schweine und Hühner. Glaubst du weit? Ja, nimm an. Der goldene Schritt auf deinem Weg zum Meisterbauer. Aber um die Rakete zu reparieren, benötigst du noch 2 goldene Steine. Ja, und ich mache einen Champignon. Das einfach gerne. Wieder was zum Gängen. Egal, ich nehme es jetzt einfach weg und was möchte ich sehen? Der Ketten will eine Piratenturm. Aber ich kann die Kiste mit der Bauanleitung einfach nicht öffnen. Hilfst du mir?
Klar. Klar hilfe dir. Natürlich. Alter, da gibt's viel Geld. Okay. Was gibt's hier? Die Bauanleitung. Inventar freigeschaltet. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Steinsets. Wenn ich wüsste. Okay, ich werde jetzt anfangen. Ich werde dann vielleicht nicht mehr diese Umschalt. Zwei von drei. Noch einen, dann kannst du abheben und eine andere Welt ansteuern. Ja. Also die Brüder? Schau. Also manchmal ist das Ganze unlogisch. Den ganzen Kampf gegen die Hühner. Ich hab's geschafft. Ich hab's nach oben geschafft. Jetzt kann ich jetzt mit dem Ei. Wow. Ein Schuss. Oh, warte, das hätte ich nicht kaputt. Ja. Ich werde es mal das Ganze personalisieren. Schade, dass man dieses Geld hier nicht können kann. Das ist eine Geld. Hier ist die Fahne.
Eigentlich habe ich die Frage. Lalalala. Okay, ich gibt jetzt. Ja. Ich kann man natürlich nicht kennen. Schade, aber auch. Was zum. Okay. Ich habe einfach alles sofort in einen kaputt gemacht. Und das nehmen wir auch. Ich werde alles Mögliche nehmen. Das Geld hier. Möge die Macht mit das sein. Und was rede ich heute mal für ein Blödsinn? Keine Ahnung. Wieder nun will er wieder was? Ich brauche alle Piratendrohnen, damit ich auf diesem Schiff wieder zu Hause fühlen kann. Nice, haben wir schon. Das ist drehen. Aber was ist mit unter gemeint? Umschalten. Was ist die Umschalttaste? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die Umschalttaste ausschaut. Drei goldene Steine. Genau das ist es, was deine Rakete braucht. Herzlichen Glückwunsch. Entdeckender Bauer. Entdeckender Bauer. Nice. Hier, würde ich nochmal dann sagen, vielleicht dann sagen, wiedersehen. Ich kann es einfach nicht verwenden. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Fahrzeuge. Habe ich keinen Fisch gefangen. Störung aufsetzen. Auf dieser Welt gibt es keine goldenen Steine mehr. Kehre zur Rakete zurück, wenn du bereit bist, den Rest der Galaxie zu erkunden. Ich bin noch nie bereit. Ich bin noch ein Abenteurer, der auf der Suche ist, noch etwas zu finden, was wir noch nicht gefunden haben. Thank you.
Die Galaxiekarte zeigt dir die Welten, auf denen du schon warst, die Welt, auf der du dich befindest und die Welten, die du noch nicht erkundet hast. Sammle mehr goldene Steine, dann kannst du weiter entfernte Ziele ansteuern. Größere Welten mit mehr Biomen, wo eine Fülle von Entdeckungen auf dich wartet. Okay, dann sage ich einmal, auf Wiedersehen. Und dann schau Leute. Also, ciao, Leute!